Ja, bei mir begrüße ich Nils Butzen. Nils 2-1 bei Fortuna Köln, der Bann ist gebrochen sozusagen. Was war ausschlaggebend für diesen Auswärtssieg? Ja, wir haben die Vorgaben vom Trainerteam einfach, glaube ich, über weite Strecken des Spiels sehr gut umgesetzt. Sind immer wieder hinter die gegnerische Kette gekommen, hinter die letzte Kette. Und ja, dadurch sind wir zu guten Möglichkeiten gekommen, haben zwei davon genutzt. Ich denke aber, dass es hätte auch schon früher klar sein können, das Spiel. Und insgesamt war das Spiel, glaube ich, auch kein einfaches, aber wir haben, glaube ich, auch verdient gewonnen. Türpitz und Schwede mussten ja verletzungsbedingt passen. Der Trainer musste etwas umstellen. Julius Düker und Richard Weil kamen dafür in die Startelf. Nico Hamann hat auf links gespielt. Das ging ja schon mal in dieser Saison gut. Was hat das aus deiner Sicht für eine Auswirkung auf die Mannschaft gehabt? Ja, wir predigen das ja Woche für Woche, dass wir einen breiten Kader haben. Und das hat sich heute gezeigt. Die Jungs, die reinkamen, haben das super gemacht. Für Julius auch auf einer ungewohnten Position. Aber ich habe ihm da geholfen und ich fand jetzt, dass es da auch keine Abstimmungsschwierigkeiten gab. Also er hat das sehr gut umgesetzt, was er machen sollte. Und ich musste gar nicht so viel helfen. Also, das muss man auch mal sagen. Und insgesamt, glaube ich, war es eine sehr gute Mannschaftsleistung. Auch mit den Leuten, die jetzt dazugekommen sind, beziehungsweise neu in der Startelf waren. Ganz klar. Nächste Woche geht es ja jetzt gegen Halle. Ostduell vor großer Kulisse. Was nehmt ihr jetzt aus diesem Spiel für nächste Woche mit? Ja, die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, mit dem Kampf, mit der Leidenschaft, jeden Zweikampf einfach versuchen zu gewinnen, was wir ja eigentlich immer tun, aber heute ist es uns auch in der Vielzahl der Zweikämpfe gelungen und das wird auch für nächste Woche wichtig sein, gegen Halle in einem Derby, wo es einfach darum geht, um jeden Zentimeter auf dem Platz zu kämpfen und ganz klar, wir wollen das Spiel zu Hause gewinnen, das steht nicht zur Debatte, aber trotzdem braucht man dann auch die Art und Weise, wie wir heute aufgetreten sind. Und sicherlich wird es immer Sachen geben, die zu verbessern sind oder die auch vielleicht ein bisschen spezifisch sind für den Gegner. Aber wir werden uns da perfekt drauf vorbereiten und alles dafür geben, dass wir den Derby-Sieg holen. Vielen Dank, gute Heimreise. Danke.